Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast und zu einer neuen wundervollen Folge. Mein Name ist Kira, ich bin die Gründerin von Soul Food Journey und Host von dieser Podcast-Show. Jedenfalls normalerweise, denn heute erwartet dich eine wunderschöne Folge mit der lieben Kati und Luisa. Vielleicht kennst du beide schon oder auch eine der beiden, denn Luisa und Kati sind schon länger Teil des Soul Food Journey Teams. Und Luisa beispielsweise schreibt unter anderem die wundervollen Texte bei Instagram in unserem Feed. Und Kati ist Soul Food Journey Botschafterin, denn sie war vor längerer Zeit bei mir in einem Coaching und ich habe sie als Coach begleitet auf ihrem Weg durch die Essstörung. Und jetzt ist sie seit längerer Zeit Botschafterin und plaudert aus dem Nähkästchen, erzählt von ihrem Coaching, berichtet über ihre Journey und ist auch so immer Ansprechpartnerin für alle, die Fragen haben. Und deshalb haben Luisa und Kati sich getroffen und primär über das Thema Körperakzeptanz gesprochen, über ihre eigenen Erfahrungen und sind dabei zum Beispiel auf solche Punkte eingegangen, wie sich das Misstrauen gegenüber dem eigenen Körper beispielsweise anfühlen kann oder warum wir manchmal schon im Kindesalter aufhören, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören. Oder auch inwiefern die Anpassungsfähigkeit häufig eine wichtige Schutzstrategie vor Ablehnung ist oder auch sein kann. Und über vieles mehr haben die beiden gesprochen und haben auch Fragen aufgegriffen, die über Instagram reingekommen sind. Und ich bin den beiden super mega dankbar und finde es so wertvoll, dass auch andere Stimmen im Podcast zu hören sind und dass vor allem auch das Team eine Stimme natürlich hat, die ja zu Soul Food Journey gehören. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle erstmal nochmal ganz herzlich für diesen krassen Support unserer Crowdfunding-Kampagne bedanken. Denn wir sind jetzt kurz vor Ende. Es ist noch eine Woche und wir stehen bei, ich glaube, es sind aktuell irgendwas roundabout 4.000 Euro. Das heißt noch 1.000 Euro bis zur Funding-Schwelle, bis das ganze Projekt auf jeden Fall super mega erfolgreich abgeschlossen ist bei der Start Next Crowdfunding Kampagne. Deswegen möchte ich dich auch nochmal ganz herzlich darum bitten, die Kampagne mit allen Menschen zu teilen, die du kennst. Alle, die dir in den Sinn kommen, zu bitten, diese Kampagne zu unterstützen, damit wir diese riesengroße, wichtige Botschaft rausbringen können und gemeinsam auch für diese Revolution aufstehen, die damit einhergeht. Denn es geht mit dem Buch darum, die Botschaft, dass Heilung von Essstörungen möglich ist, weiter zu verbreiten und das über 14 Geschichten, 14 unterschiedliche individuelle Wege durch jegliche Form von Essstörungen von Frau und von Mann. Und von daher schmeißt die Werbetrommel sehr, sehr gerne mit uns gemeinsam für uns, füreinander an. Und wir sind dir unglaublich dankbar für deinen bisherigen Support und dass du überhaupt auch hier uns natürlich immer deine Zeit, dein Ohr, deine Energie im Podcast schenkst. Und ich hatte vorhin noch ein ganz spannendes Vorgespräch, in dem ich auch ein wichtiges Feedback bekommen habe. Denn mir hat die Frau im Vorgespräch hat mir gesagt, dass es für sie ganz, ganz schwer war, uns zu finden, doch dass sie schon seit Jahren nach so einem Angebot gesucht hat, wie sie es jetzt bei Soul Food Journey gefunden hat. Und falls du dich manchmal auffragst, ob wir noch mehr machen als diesen Podcast und noch nicht auf unserer Website warst oder dich einfach bisher noch nicht so dafür interessiert hast oder dich noch nicht darüber informiert hast, wir sind eine Coaching-Plattform, der unterschiedlichste Coaches angehören, angebunden sind und wir bieten dir natürlich immer gerne und von ganzem Herzen an, deine eigene Journey mit uns gemeinsam anzutreten, für dich aufzustehen, deine Reise zu starten und das mit einer individuellen, zu dir passenden Reisebegleitung in Form einer Soulfood Coach, die alle ausgebildet sind, die alle ihre eigene Essstörung vollständig durchlebt haben und dich jetzt an diesem Punkt abholen können, wo du aktuell stehst, sowie auch auf deinem Weg begleiten können. Und dazu gehören auch noch unterschiedlichste Inhalte, wie es also auch eine andere Rundreise im Außen in sich hat, hat es auch diese Journey nach innen in sich. Und wenn du darauf Lust hast oder wenn du das Gefühl hast, jetzt ist der Punkt oder der Zeitpunkt für dich stimmig, dann melde dich auf jeden Fall jederzeit gerne über unsere Website, über den Menüpunkt Coaching für deine eigene Soul Food Journey bei uns und dann
lernen wir beide uns vielleicht schon demnächst in einem persönlichen Coaching-Vorgespräch kennen, was mich natürlich mega freut. Ich freue mich immer über jeden persönlichen Austausch und jedes Kennenlernen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge und mit der lieben Kathi und Luisa. Wir sind beide im Team Soul Food Journey und unterstützen Kira dort ein wenig. Genau, und unsere Mission von Soul Food Journey ist es eben, die Heilung einer Essstörung noch weiter nach außen zu tragen. Und aus dem Grund treffen wir beide uns manchmal und wollen einfach ein bisschen über ein paar Themen sprechen, die euch auf dem Herzen liegen, die uns wichtig sind, die wir einfach auch festgestellt haben auf unserem Heilungsweg. Und ich habe dazu letztens eine Umfrage bei mir auf meinem Kanal gemacht bei Instagram. Und da ist mir eine Frage sehr im Kopf hängen geblieben, beziehungsweise konnte ich sehr, sehr, sehr gut nachempfinden. Und zwar die Frage, wie kann ich meinem Körper wieder vertrauen, wenn mir seine Bedürfnisse Angst machen? Und deswegen haben Luisa und ich uns gedacht, dass wir uns einfach nochmal zusammensetzen, um speziell über diese Frage einfach ein bisschen zu sprechen, unsere eigenen Erfahrungen damit reinzubringen und euch vielleicht ein bisschen Mut zu machen oder dass es möglich ist, dass Heilung möglich ist und dass man auch seinen Bedürfnissen wieder folgen kann, auf seine Bedürfnisse vertrauen kann, seinem Körper vertrauen kann. Und deswegen sprechen wir heute ein bisschen über Körperakzeptanz und wollen am Ende auch noch uns gegenseitig ein paar Fragen stellen. Genau, deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid. Und ja, let's talk. Ich denke mal, ich weiß sehr gut, dass wir beide, also ich meine, wir kommen beide aus einer Essstörung, auf jeden Fall ein großes Thema gerade mit dem eigenen Körper hatten. Ich würde nie sagen, dass man seinen Körper immer jeden Tag zu 100% liebt und zu 100% auf seine Bedürfnisse hören kann. Deswegen würde ich das niemals so von oben herab sagen, dass man seinen Körper liebt und dass man da nicht mehr auf dem Weg ist. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie sich das bei dir so angefühlt hat, sag ich mal, wenn du deinem Körper nicht vertraut hast? Wie war das da? An welche Zeit erinnerst du dich so zurück? Also meine Essstörung ging 2013 los. Und ich würde sagen, dass das so eine aktive Rolle in meinem Leben gespielt hat, war ungefähr bis, so Ende 2018. Und ich würde auch sagen, dass ich in diesem ganzen Zeitraum immer das Gefühl hatte, irgendwie nicht so richtig eins zu sein mit meinem Körper und irgendwie getrennt zu sein von meinem Körper und dadurch auch von meinen Bedürfnissen, weil ich irgendwie komplett verlernt habe, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, also sowohl auf körperlicher Ebene als auch emotional und gefühlstechnisch, habe ich quasi eigentlich nur noch funktioniert. Also für mich hat sich das ganz stark darin geäußert, dass ich so gefühlsleer irgendwie war. Also ich hätte das gar nicht so richtig in Worte fassen können, was jetzt eigentlich meine Bedürfnisse sind. Ich konnte meinen Bedürfnissen gar nicht nachgehen, weil ich gar nicht wusste, welche Bedürfnisse ich eigentlich habe. Und das war so, glaube ich, ganz stark geprägt von so einer extremen Leere einfach. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil es irgendwie einfach so überhaupt nicht greifbar war. Ja. Wie war oder ist das bei dir? Also früher, oder ich meine, meine Essstörung fing auch mit 15 an, wobei ich, klar, da fing das an, aber ich meine, die Wurzeln sind schon sehr, sehr, sehr früh gelegt gewesen bei mir. Und es war einfach nur so ein, die Essstörung war halt einfach nur dass das fast zum Überlaufen gekommen ist. Und ich würde sagen, dass als ich in der Essstörung war, bevor ich das Coaching mit Kira gemacht habe, war es bei mir so, dass man
das gar nicht so bewertet hat, dass man seine Bedürfnisse nicht hört oder dass man nicht auf seine Bedürfnisse hört, weil auch selbst in der Therapie wurden die Bedürfnisse ja nicht wahrgenommen, weil da ging es halt oft irgendwie um Essenspläne, um Gewicht zu nehmen bei mir. Und erst dadurch, dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, wurde mir halt auch bewusst, dass ich meine Bedürfnisse auf meine oder verlernt habe, auf meine Bedürfnisse zu hören, weil ich früher, als ich im Kindergarten war, schon oft so ein Gefühl oder vermittelt bekommen habe, dass ich zu laut bin, dass ich habe immer gemacht, was ich wollte. Also ich habe, Regeln waren für mich irgendwie langweilig und ich war halt immer ein bisschen anders als die Kinder im Kindergarten. Und wenn man dann sehr oft gesagt bekommt, dass das, was du machst, falsch ist oder dass das, was du machst, mit Regeln behaftet werden muss, dann lernst du halt einfach, okay, wenn ich das und das mache, was ich möchte, dann ist das nicht richtig. Und wenn man das eben nicht, oder wenn das sich eben so stark verankert, dann entwickelt man eben eigene Überzeugungen, Verhaltensmuster, die das Überleben halt von mir sichern sollten. Also sei es, dass ich dann einfach immer geleistet habe. Ich musste mich immer irgendwie, ich habe ganz viel Hochleistungssport betrieben, war bei Wettkämpfen, um einfach irgendwie diese Anerkennung zu bekommen, diese Bedürfnisbefriedigung von Sicherheit übers Außen, weil ich sie mir selber nicht mehr geben konnte, weil ich dachte, das ist falsch, was ich möchte, das scheint irgendwie nicht richtig zu sein. Und dann war halt irgendwann für mich, wenn man halt dauerhaft bis in die über die Grundschule, weiterführende Schule denkt, dass man eben nicht richtig ist, dann will man dieses Gefühl halt irgendwann weghaben. Und da war für mich dann halt einfach, ja, mein Körper irgendwie die Veränderungsmöglichkeit, sag ich mal. Und dass ich da halt einfach dann meine Bedürfnisse komplett abgegeben habe und mich nur noch am Außen orientiert habe, also nur noch anderen Bedürfnissen eher zu vertrauen oder alte oder Bedürfnisse anderer Menschen zu übernehmen, auch wenn sie einem irgendwie unglücklich machen oder auch wenn man, das ist ja dieses, ich muss Sport machen, weil ein bekannter Fitness-Influencer sagt, du musst, keine Ahnung, so viel Wiederholung machen für einen knackigen Po oder so. Wenn man dann halt so sehr denkt, dass eben diese eigenen Bedürfnisse oder diese Körperakzeptanz dann nur über einen guten Körper oder einen schönen Körper funktioniert, dann übernimmt man eben diese Bedürfnisse, die, von denen man glaubt, dass die mich dann zu einem guten Körper bringen. Und so habe ich mich halt immer weiter davon distanziert, noch mehr über die Essstörung, weil man einfach immer mehr strebt und dann hat man was bekommen, wo man eigentlich vor einem Jahr dachte, okay, wenn ich das habe, dann ist alles gut. Dann hat man das und dann ist aber, fehlt aber immer noch irgendwas und dann strebt man nach wieder was anderem. Und das war bei mir so das Entfernen von mir, diese Trennung, die du gesagt hast von mir, dass ich halt so sehr getrennt von mir war, dass ich mich immer mehr ins Außen geflohen oder immer mehr ins Außen geflohen bin und gar nicht gemerkt habe, dass es mir eigentlich immer schlechter ging. Und weil es einem immer schlechter geht, sucht man immer mehr, noch immer mehr und entfernt sich eigentlich immer nur noch weiter. Also ich fand es super spannend, was du gesagt hast. Bei mir war das teilweise sehr, sehr ähnlich. Bei mir war es ganz, ganz früher, also so in meiner Kindheit und auch dann, ja, so bis zur 8, 9, unglaublich zurückhaltend war, also vor allen Dingen so in der Öffentlichkeit, also so im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein oder so. Und ich war halt schon immer super angepasst und ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, woher das kam, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, auch schon als ich noch relativ klein war, dass wenn ich dann mal so war, wie ich eigentlich war und einfach mal so mein Ding gemacht habe,
dass gerade dann immer irgendwelche komischen Kommentare dazu kamen oder ich dann irgendwie schief angeschaut wurde, von wegen, boah, was ist denn jetzt mit dir los? Weil man mich halt irgendwie so überhaupt nicht kannte. Und ich schon ganz, ganz früh angefangen habe, einfach zu gucken, okay, wie, wenn ich bestimmte Sachen mache, wie reagiert dann meine Umwelt auf mich? Sodass ja möglichst nichts mit mir passiert, also möglichst nichts Negatives an mich herangetragen wird oder irgendwie keine, ja, ich halt einfach irgendwie unauffällig bleibe und alles läuft so ganz gut, wie es ist. Aber ich fand halt einfach nicht auf. Und dann in der Schule war es halt auch irgendwann so, dass ja, mir halt auch immer gesagt wurde, ja, du bist zu lieb und du bist ja so super ruhig und du machst immer alles und du hilfst immer allen anderen. Und ich habe das auch gerne gemacht. Und ich glaube aber, ich habe das aus dem einen Grund auch einfach gemacht, weil ich da halt auch schon im Außen irgendwie so nach Anerkennung ja geschaut habe, beziehungsweise da einfach gemerkt habe, okay, da fühle ich mich irgendwie sicher, weil da mache ich was für andere und kann mich selbst als Person da irgendwie zurücknehmen. Und andererseits irgendwie, ja, so nicht ich selbst sein musste und einfach geschaut habe, wie sehen mich andere? Und ist das okay, so wie mich die anderen sehen? Und danach handle ich dann. Also ich habe mich dann selbst so mit diesem, ja, ich bin zu ruhig und ich bin zu lieb identifiziert, dass ich dann halt genau danach auch irgendwie gehandelt habe. Und ich glaube eigentlich, ich bin gar nicht so. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch das, dass eben gerade diese Angepasstheit, die man dann entwickelt, auch ja anerkannt wird. Also du wirst ja gelobt, wenn du perfektionistisch bist zum Beispiel, oder du wirst gelobt, wenn du genau das machst, was von dir verlangt wird und eben nicht dich anders kleidest. Also ich meine, jeder wird schräg angeguckt, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, plötzlich einen anderen Stil hat, als den, der in den Schaufenstern steht. Und das ist halt, wenn man dann nicht diese Verbindung zu sich hat, dieses, okay, so wie ich bin, bin ich gut und es ist mir egal, was andere sagen, weil ich lebe eben mein Leben. Und wenn man sich da eben so abhängig von den Normen der Gesellschaft macht, dann es wird halt einfach leider anerkannt. Und das muss man einfach wirklich vielleicht für sich auch gucken, ob mir die Anerkennung von anderen wichtiger ist oder ob es wirklich mein Leben ist, was mir wichtiger ist und meine Gesundheit. Also möchte ich meine Gesundheit aufs Spiel setzen, nur um anderen zu gefallen, und ist das, was ich über mich denke, auch wirklich wahr? Also ist es halt wirklich so, wenn, oder jetzt vielleicht auf die Frage auch zu kommen, weil klar, wenn man seinem Körper nicht vertraut und so sehr getrennt von seinem Körper ist, dann entwickelt man eben eine andere Identität in seinem Kopf, sag ich mal, von der man glaubt, dass die eben anerkannt wird. Und folgt dann eben auch den Gedanken, sag ich mal, die diese Identität in mir denkt. Und da ist halt dann die Frage, ob das, was ich dann denke, wirklich so ist. Also ich dachte halt, okay, ich muss schlank sein, ich muss dünn sein, ich muss Size Zero haben, ich muss ich darf keine Kohlenhydrate essen, ich, keine Ahnung, muss alles kontrollieren können. Ob das dann halt auch wirklich, oder das einfach mal hinterfragen, ob das, was ich da annehme, also was ich übernehme, was mir gesagt wird, wirklich der Wahrheit entspricht, ob das, was ich denke, wirklich meine Wahrheit ist. Also bin ich wirklich, werde ich wirklich abgelehnt, wenn ich nicht Size Zero bin ich wirklich, oder wenn ich nicht den Trend nachgehe, also das dann einfach mal für sich zu hinterfragen, wem ich da wirklich glaube in mir und warum, also wie das entstanden ist, so wie du gesagt hast, ne, also dass das bei dir halt kam, dass du so leise sein musstest dann einfach, weil du dachtest, anders bist du nicht richtig, und bei mir war es halt, okay, ich bin zu laut, also muss ich auch mich irgendwie, scheinbar scheint das nicht gut zu sein, nicht dem auch irgendwie so anzupassen. Das dann halt einfach aufzuarbeiten und nicht einfach so
dem die ganze das ganze Leben lang irgendwie nachzugehen und zu sagen, ja, ich bin halt so, ich, keine Ahnung, ich habe auch immer gesagt, ja, ich liebe halt Sport, ich liebe es, 7-mal in der Woche zum Sport zu gehen und auf dem Boden zu liegen und mich nicht mehr bewegen zu können, also ich liebe das, so, aber das ist halt einfach diese Stimme, an die einem das einfach einreden möchte, weil die möchte natürlich auch dein Überleben sichern, also die möchte ja, weil eines Tages hat sie dein Überleben gesichert, ist halt nur die Frage, ob sie das immer noch tut. Ja, ich finde es halt teilweise schwierig, also mittlerweile kann ich das, glaube ich, ganz gut, dass ich auf jeden Fall wahrnehme, okay, was sind jetzt die Sachen, die wirklich aus meinem Inneren heraus sprechen und die ich wirklich machen möchte, weil mich das erfüllt und weil ich das bin, dass ich die abgrenzen kann von den Sachen, wo ich merke, okay, das mache ich jetzt eigentlich nur für bestimmte Leute im Außen oder um vom Außen irgendwie bestimmte Anerkennung zu bekommen, sei es jetzt durch die Gesellschaft generell, weil ich glaube, man macht das eben so, in Anführungsstrichen, oder dass es halt auf bestimmte Personen trifft, denen ich gefallen möchte oder so. Aber ich weiß, dass mir das früher unglaublich schwer fiel, weil man ja, also man muss sich zum einen, glaube ich, erstmal wieder die Zeit für sich selbst zugestehen, dass man wirklich sich die Zeit nimmt, um in sich reinzuhören und da auch, ja, mit der Angst oder durch die Angst durchgeht, weil am Anfang hat mir das unglaublich Angst gemacht, wenn ich daran gedacht habe, oh mein Gott, jetzt muss ich mich mit mir selbst befassen, jetzt muss ich mir Zeit nehmen, nur für mich, da bin ich ja schon wieder ganz allein mit meinen Gedanken und ich weiß gar nicht, wie ich es mir selbst recht mache, weil ich weiß nur, wie ich es anderen recht mache. Und das merke ich jetzt auch teilweise immer noch, dass dann halt sofort bei mir so ein Alarmknopf in meinem Kopf losgeht und ich mir denke, boah, nee, das kann ich nicht, das überfordert mich und alles, was mich überfordert, das schiebe ich irgendwie beiseite und bleibe halt so in meinem gewohnten Raum, weil irgendwie hat es ja funktioniert. Sicherheit. Dann kommt man vielleicht auch schnell wieder zu dem Gedanken, ach naja, so wichtig bin ich selbst ja auch gar nicht, dass ich mir die Zeit für mich nehmen darf quasi. Also das finde ich unglaublich schwierig, aber man hat ja, wie du auch schon vorhin gesagt hast, so viele Bereiche, in denen man es anderen recht machen möchte. Also wenn ich jetzt von der Essstörung ausgehe, dann habe ich da einen bestimmten Perfektionismus. Ich möchte einem bestimmten Schönheitsideal irgendwie vielleicht entsprechen. Ich möchte aber gleichzeitig auch perfekt im Sport sein und perfekt im Beruf. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug und möchte vielleicht noch, weiß ich nicht, anderen Freunden helfen oder da irgendwie da sein. Und ich möchte halt in jedem Lebensbereich perfekt sein und schaue aber immer nur, was andere Leute vielleicht brauchen. Beziehungsweise, was ich glaube, was andere Leute von mir erwarten. Und schaue halt in keinem einzigen Bereich, jetzt ganz unabhängig nur mal, also man kann es ja zum Beispiel auch aufs Essen beziehen, aber ganz unabhängig von der ganzen Essenssache nochmal, ist das halt irgendwie so schwierig, beziehungsweise, glaube ich, kann das super überfordernd sein am Anfang, wenn man all diese Bereiche sieht, wo einem dann vielleicht auch bewusst wird, boah, da handle ich eigentlich überhaupt nicht nach meinen Bedürfnissen. Wo fange ich denn da jetzt eigentlich an? Also das Essen ist vielleicht am Anfang noch so eine unglaublich schwierige Sache, die einem ja vielleicht so diesen letzten Halt gibt, wo man das Gefühl hat, okay, wenn ich das jetzt loslasse, dann bricht alles zusammen. Aber vielleicht kann man ja in anderen Bereichen anfangen, ja, so einen Schritt in die eigene Richtung zu gehen oder sich halt wenigstens mal darüber bewusst zu werden. Also ich glaube, das ist auch schon ein riesengroßer Schritt, wenn man sich überhaupt mal über die ganzen Bereiche bewusst wird, wo man gegen sich selbst ja eine Entscheidung getroffen hat oder gegen sich selbst handelt, um sich das, ja, wie gesagt, einfach mal bewusst zu werden, wie selbstzerstörerisch das ist. Und vor allem ja auch dann mal zu gucken, dass das oder das Gefährliche ist ja dann eben einfach, dass man die Erwartung, die man sich an sich selber hat, also wenn ich die Erwartung an mich habe, ich muss
meiner Nachbarin helfen oder ich muss perfekt im Job sein. Ist diese Erwartung, die ich an mich habe, wirklich auch die Erwartung, die eben dieser andere dann auch an mich hat? Also du darfst ja nicht immer von zum Beispiel auch in einer Beziehung, die Erwartung, die du vielleicht an eine Beziehung hast, darfst du ja nicht dann, oder bei mir war es halt immer so, okay, der kann mich doch gar nicht lieben, so, weil ich mich nicht liebe, aber du darfst ja nicht, dass weil ich das vielleicht nicht mache oder mich nicht liebe, so wie ich bin, heißt das ja nicht, dass mich mein Partner, dass ich auch für meinen Partner die perfekte Figur haben muss oder dass mein Partner von mir verlangt, dass ich meine Beine nicht berühren dürfen und dass ich für etwas meine Bedürfnisse opfere, was vielleicht gar nicht von denen erwartet wird, von denen ich, für die ich das ja mache, sag ich mal so. Ja. Und ich finde es auch, das fand ich gerade bei dir ganz schön auch nochmal, diese Überforderung, die du halt geschildert hast oder dieser Riesenberg, der plötzlich aufkommt, wenn man sagt, ich möchte jetzt auf meine Bedürfnisse hören, ich möchte jetzt die Essstörung loslassen oder wie auch immer, dass man da nicht, also bei mir war es dann so, ja, okay, wenn ich jetzt auf meine Bedürfnisse höre oder wer bin ich denn dann so, also wer bin ich denn überhaupt, dass, also wie soll ich etwas loslassen, ein Konstrukt, so ein Riesenkonstrukt loslassen, wenn dann da gar nichts ist, so. Und deswegen geht es halt nicht, dass man sagt, okay, heute lasse ich alles los, und ich weiß, wer ich bin und handle nur nach meinen Bedürfnissen, sondern dass man halt wirklich einfach sagt, okay, ich räume da erstmal meinen Keller auf, guck mal, was ich überhaupt so über mich denke, was denke ich, was erwarte ich von mir, was habe ich für Glaubenssätze, wo ist das vielleicht alles entstanden, also dass man da so ein bisschen so mal guckt, um dann eben die Konstrukte oder meine Verhaltensmuster so zu verstehen, um sie dann eben loszulassen oder zu verändern erstmal und das dann auch einfach mal wirklich auszuprobieren oder in einer Situation zum Beispiel, wenn, was war da bei mir vielleicht ein gutes, ich glaube, bei mir fing es eher sehr stark mit dem Sport an, dass ich einfach auch mal wirklich geguckt habe, wieso gehe ich jetzt zum Sport, also was sagt, also wieso gehe ich da jetzt hin? Und dann war es echt einfach so, ja, ich gehe da hin, um meinen Körper zu formen. Und dann einfach dadurch merkt man, man muss dann ja nicht wissen, was ich eigentlich will, sondern es reicht ja schon mal zu sehen, okay, wieso gehe ich da hin? Und wenn ich dann schon mal merke, okay, das ist irgendwie eine Handlung gegen mich, weil eine Handlung zum Sport zu gehen, um seinen Körper zu formen, ist jetzt nicht unbedingt sehr liebevoll, um das dann einfach mal zu lassen. Also dann einfach mal zu sagen, okay, es reicht jetzt, wenn ich schon mal weiß, warum ich das mache und wenn ich schon mal weiß, dass das nicht so optimal ist, das dann erstmal zu lassen. Dann vielleicht, ich weiß gar nicht, ich bin dann, also dann einfach erstmal nicht zu gehen und das zu lassen, ohne zu wissen, okay, was will ich denn eigentlich? So, also das entwickelt sich dann ja auch manchmal und vor allem das, was ich vielleicht vor 5 Jahren wollte, muss ja nicht mehr das sein, was ich heute noch will. Also es entwickelt sich dann ja auch dieses, was eigentlich meine Bedürfnisse sind. Aber wichtig ist halt, dass man nicht sagt, nur weil ich nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind, okay, halte ich halt an den Bedürfnissen oder an dem Verhalten fest, was ich jetzt im Moment habe. Sondern dass einfach man sagt, ich lasse das los und falle vielleicht in eine Leere. Aber ich weiß oder ich vertraue, dass sich daraus was entwickelt, wenn ich einfach mal ein anderes Verhalten, eine andere Verhaltensweise ausprobiere. Ja, das finde ich super wichtig, weil erstens irgendwas wird passieren. Also ich habe das, glaube ich, früher auch überhaupt nicht geglaubt, aber selbst wenn am Anfang eine gewisse Leere entsteht, dann bleibt die überhaupt nicht lange, weil man mit jedem Schritt, mit jedem Mal, mit dem man ein altes Verhaltensmuster durchbricht, und auch wenn man, wie du gerade gesagt hast, vorher noch nicht weiß, was danach kommt, man ist dann schon auf dem Weg zu was ganz Neuem. Und es ist halt auch, wie du gesagt hast,
Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht von heute auf morgen alles verändert und man nicht von heute auf morgen alle Glaubenssätze transformieren kann in irgendwas absolut Positives und auch nicht alle Verhaltensweisen direkt ändern kann. Und das ist aber auch überhaupt nicht das Ziel oder der Sinn und Zweck von so einem Heilungsweg, sondern... Da wären wir wieder beim Perfektionismus. Genau, genau. Und ich hatte die ganze Zeit, als du das gerade erzählt hast, so ein Bild von so einer, ja, von so einer Reise im Kopf. Also man, weiß ich nicht. Und das hat mir auch damals ganz, ganz stark geholfen, beziehungsweise auch immer noch, dass ich diesen ganzen Heilungsweg wirklich als Weg sehe und so ein bisschen, das klingt mega schnulzig, aber so als Reise zu mir selbst, weil dann hat es mir auf jeden Fall, oder ist es mir leichter gefallen, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil eine Reise, die muss auch nicht immer bergauf gehen. Da steht man mal wieder vor einer großen Mauer oder vor einer großen Hürde oder ja, fällt vielleicht wieder ins Tal zurück und das ist irgendwie, fühlt sich alles wieder schwieriger an, weil man einen neuen Aufstieg irgendwie erstmal wieder beginnen muss. Aber das ist so... Es lohnt sich. Zwischendurch gibt es auch immer, genau, ja, es lohnt sich. Und es gibt immer wieder schöne Momente zwischendurch. Und wenn man sich damit anfreundet, dann kann man dem Ganzen mit ein bisschen mehr Vertrauen entgegenblicken. Und das ist halt einfach das Leben. Also das ist so, das Leben kommt und geht halt. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man immer mehr zu sich selbst findet, durch diesen Weg. Und natürlich hat man Angst zwischendurch oder weiß nicht weiter und ist überfordert. Und das ist aber auch gut so. Also dahinter stecken dann eben wieder auch genauso Bedürfnisse, die gehört werden wollen. Und ja, weiß nicht. Also ich finde das total schön, weil ich fand, also gerade wo du das mit der Reise gesagt hast, ist das ja selbst, wenn man das jetzt mal bildlich überträgt, und ich sage, ich packe jetzt meine Koffer und fahre los. Dann wird es ja nie so sein, dass ich nirgendwo ankomme. Also ich fahre ja los und komme von mir aus in Köln an, obwohl ich es vorher nicht wusste. Und in Köln gibt's Sachen, die ich lernen darf, also die ich erkunden darf. Und also man kommt ja nie nirgendwo an. Selbst wenn man ins Wasser fährt, kommt man irgendwo an. Also, und man weiß es ja, man muss es ja nicht wissen, aber wichtig ist eben, dass man losfährt, auch wenn man nicht weiß, wohin, weil das Leben passiert ja nur, wenn wir gehen. Und wenn wir nicht gehen, ist Stillstand, da passiert nichts. Und klar ist das für eine Essstörung toll. Also keine Veränderung, keine Konfrontation, nichts. Ja, aber dann ist halt die Frage, ob das mein Leben ist. Also ob wirklich dieses Nichts und lieber diese, ja okay, aber ich habe Angst, dass ich nicht weiß, wer ich bin oder ich habe Angst, dass ich nicht weiß, was ich überhaupt will. Ob das wert ist, in dieser Essstörung zu bleiben, in diesem Kampf, in diesem ständigen Machen, was man eigentlich gar nicht möchte und abends im Bett liegt und denkt, ja, war ein Scheißtag irgendwie so oder wieder traurig ist, weil man ja was gemacht hat, was einem überhaupt nicht gut hat. Dann schmerzt einem alles, dann, keine Ahnung, dann ja, passiert halt auch einfach nichts. Und es ist halt, dass Dinge nur passieren, wenn man losgeht und dass ich nur so erkunden kann, wer ich dann halt auch wirklich bin oder was ich wirklich will, weil ich dann zum Beispiel eine Erfahrung mache, wo ich weiß, boah, nee, das ist irgendwie gar nicht meins. Ja, aber das konnte ich ja vorher nicht wissen. Und wenn ich nicht losgegangen wäre, hätte ich mich die ganze Zeit vielleicht gefragt, oh, vielleicht alle reiten. Reiten muss bestimmt total toll sein. Das ist bestimmt was für mich. Ja, aber wenn ich es halt nicht ausprobiere, kann ich auch nicht runterfallen oder keine Ahnung, weil dann denke ich, ja, aber wenn ich reite, dann falle ich runter und dann breche ich mir ein Bein. Ja, aber weiß ich ja nicht. Also deswegen ist es halt so wichtig, dass einfach... auszuprobieren und auch dann die Rückschläge. Ich habe heute, ich habe immer noch mal, wo ich denke, war jetzt nicht so toll. Hast du wieder nicht auf dich gehört oder
Bist ein bisschen über deine Bedürfnisse gegangen oder hast wieder irgendwas für jemand anders gemacht, was du eigentlich nicht wolltest. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also ich glaube, jeder tut gerne mal auch jemandem Gefallen, auch wenn man sagt, finde ich doof. Und das dann aber auch nicht so zu bewerten, solange es halt nicht 100% ausmachen, dass ich nur Dinge für andere mache. Und solange es mal irgendwie ein Gefallen ist, wo man sagt, okay, eigentlich habe ich da keine Lust drauf, aber ich mache das. Das ist ja auch normal, also das macht man ja auch. Ja, total. Da ist es bei mir gerade auch so, dass ich, also mir fällt das auch immer noch schwer, ich sag mal zu 100% auf meine Bedürfnisse zu hören und denen nachzugehen. Ja. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich glaube, jedes meiner Bedürfnisse auf jeden Fall wahrzunehmen und auch ganz bewusst wahrzunehmen, wie du auch gerade gesagt hast, wenn ich gegen meine Bedürfnisse gehandelt habe. Und dann ist es halt die Herausforderung, dass man, also meistens ist es ja dann so, dass man schon gegen sein Bedürfnis gehandelt hat. So, und entweder man verurteilt sich dann wieder selbst und sagt, ja, also bei mir ist es dann entweder so, dass ich mir sage, ja toll, jetzt habe ich gegen meine Bedürfnisse gehandelt, habe ich mal wieder nicht auf mich gehört, ist ja richtig beschissen gelaufen, so. Aber ich versuche jetzt trotzdem liebevoll mit mir umzugehen, weil es bringt mir gar nichts, mich jetzt noch dafür zu verurteilen. Ja. Das ist in den meisten Fällen der Fall so. Teilweise ist es dann immer noch so, dass ich ja dann quasi mich da so drin suhle, dass es mir jetzt halt schlecht geht, weil ich nicht auf meine Bedürfnisse gehört habe. So, aber das ist halt, das Verhältnis hat sich halt geändert. So, ja. Früher war ich halt die ganze Zeit da so drin. Und mittlerweile, genau, ja. Und das ist halt auch so dieses, wie du auch vorhin schon gesagt hast, es muss ja alles nicht perfekt sein. Und das Leben ist nicht perfekt. Und du darfst Fehler machen. Genau, und das ist halt auch was, das ist mir von auch eingefallen. Ich versuche halt mir auch nicht mehr zu sagen, ich habe den und den Fehler gemacht oder das und das war ein Fehler, sondern es war einfach eine Erfahrung, aus der ich was mitnehmen kann. Also ich kann, wie du auch gesagt hast, ich kann ja vorher nicht wissen, ob mir bestimmte Sachen gefallen oder Spaß machen oder ob das mein Ding sind. Und gerade wenn man so auf diesem Weg ist, erstmal wieder sich selbst kennenzulernen, dann muss man einfach bestimmte Sachen ausprobieren. Und da vielleicht auch wieder so ein bisschen Kind sein und einfach machen und einfach gucken, was kommt. So Kinder, die machen sich auch viel weniger in den Kopf als wir, die probieren es halt einfach aus und dann fließen halt mal Tränen und sie sind traurig und sie sind gekränkt oder beleidigt oder was auch immer. Aber 5 Minuten später ist es wieder in Ordnung und sie probieren was anderes aus. Ja. Und das ist so, nur dadurch lernt man ja, wer man ist und kann irgendwie eine Identität aufbauen, weil ansonsten kannst du dich ja nur im Außen orientieren, hast dann aber vielleicht immer irgendwie ein blödes Gefühl dabei, weil du denkst, ja, okay, das mache ich jetzt, weil das vielleicht alle machen, aber so wirklich gut fühle ich mich dabei nicht, aber naja, wahrscheinlich ist das einfach so, aber nein, wenn sich das nicht so gut anfühlt, dann bist das halt nicht du und dann darfst du da weitersuchen und dann, also das war so ein Ding mit, ich darf bestimmte Sachen nicht abbrechen oder wenn ich einmal was angefangen habe, dann muss ich das durchziehen. War bei mir so lange im Kopf verankert und mittlerweile denke ich mir so, ja, dann mache ich jetzt halt nochmal was Neues, wenn mir mein jetziger Beruf beispielsweise nicht gefällt oder dann orientiere ich mich um oder dann mache ich mein Abi halt nicht, auch wenn mir alle in meinem Umkreis sagen, boah, dann du wirst das bereuen und ziehst doch jetzt durch und du hast es doch fast geschafft. Mhm. Ja, okay, kann sein, dass ich es in 3 Jahren bereue, dass ich es damals nicht gemacht habe. Aber jetzt für mich ist es wichtig, dass ich die Entscheidung für mich treffe, dass das einfach nicht meins ist. Und da brauche ich keinen gut gemeinten Rat von einer anderen Person, die einfach nicht in mir drin steckt, weil ich das für mich entscheiden muss und weil das am Ende trotzdem mein Weg und mein Leben ist und ich am Ende irgendwie mit 110 Jahren oder was auch immer einfach sagen möchte, okay, mein Leben war ein riesengroßes Auf und Ab, aber es war mein Leben
Und ich habe das so gelebt, wie ich das leben wollte. Ja, das ist so schön. Weil dann, glaube ich, dann bereut man, glaube ich, am Ende auch nichts, weil du einfach deine Entscheidung für dich getroffen hast und dein Leben in die Hand genommen hast. Das ist viel, 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 viel wertvoller, als wenn du am Ende sagst, okay, jetzt habe ich ein Leben gelebt. Was man eben so lebt. Wo ich vielleicht, wo ich vielleicht eine finanzielle Sicherheit hatte, aber eigentlich 50 Jahre in einem Beruf gearbeitet habe, wo ich mich jeden Tag hingequält habe, aber es war ja sicherer. Ja. So als ein Beispiel. Ja. Ja, das finde ich auch immer total schön. Also, dass man, habe ich irgendwie nichts hinzuzufügen. Aber mir ist nämlich dabei nur noch auch noch zu wegen der Frage, weil da war ja die Frage auch, wenn einem die eigenen Bedürfnisse Angst machen. Und ich glaube, natürlich machen die einem Angst am Anfang. Also, dass man da sich auch nicht so verurteilt und sagt, okay, ich habe da Angst vor, also mache ich das nicht. Und da einfach zu sagen, okay, die Angst ist da und die Angst ist für mich nur mein Wegweiser, dass ich da mal hingehen darf, so wie du halt gesagt hast, ne? Man weiß ja nicht, was passiert, aber solange ich nicht in die Angst gehe, halte ich ja an der Angst fest, weil ich mich die ganze Zeit frage, was denn wohl passieren würde, wenn ich das mache. Und so halte ich die ja die ganze Zeit in meinem Leben. Und wenn man es einfach mal ausprobiert, kann man die ja auch loslassen, weil man dann selbst die Erfahrung gemacht hat, okay, es ist ist halt so. Bei mir war das am Anfang, das weiß ich noch, so diese Angst, wenn man mir gesagt hat, hör einfach auf deine Bedürfnisse und iss. Da habe ich gesagt, bist du Banane? So, also dann werden die ja 1000 Tonnen schwer und nehmen zu und so viel und mein Körper hört dann nie auf zuzunehmen. Und das war ja auch bei den Fragen so, das macht einen Angst. Natürlich macht einem das Angst. Aber wenn ich dadurch, dass ich dann da wirklich mir mal meine Pobacken zusammengekniffen habe und gesagt habe, ich probiere das jetzt wirklich aus. Und am Anfang bin ich unfassbar oft auf die Schnauze gefallen. Ich habe unfassbar oft über meine Bedürfnisse wieder gelebt, dass ich wirklich dann doch irgendwie wieder zu viel gegessen habe. Oder was heißt zu viel? Es ist ja auch immer so eine Bewertung, aber gemerkt habe, okay, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber dann das, was du halt gesagt hast, dass man da die Bewertungen wirklich einfach rausnimmt und sagt, das ist mein Weg, den gehe ich im Moment, ich habe die Entscheidung getroffen und mach da jetzt meine Erfahrungen und das dann nicht so zu verurteilen, wenn es mal einen Tag vielleicht nicht so gut ist, sondern dass man dann einfach sagt, okay, ich habe mich dafür entschieden und das gehört jetzt irgendwie auch dazu und mach jetzt trotzdem weiter. Also dann nicht immer, wenn es schmerzhaft wird, zu sagen, oh, habe ich doch gesagt, ich gehe lieber wieder zurück. Ich habe doch gesagt, ich kann meinem Körper nicht vertrauen und ich habe doch gesagt, das funktioniert nicht und keine Ahnung, aber das geht ja, man kann ja nicht von heute auf morgen irgendwie alles verändern, so, und dass man da aus den Fehlern oder dass man sich immer, das wird mir auch oft gesagt, daran erinnert, dass ich eines Tages die Entscheidung getroffen habe, also dass ich mich eines Tages dafür entschieden habe und mich daran zurückzuerinnern und dadurch die Bewertung rauszunehmen, dann wenn ich mal wieder denke, das war falsch. Und falsch gibt es ja in der Hinsicht nicht, weil falsch ist ja immer ein subjektives Empfinden. Jemand anderes, der guckt ja ganz anders auf die Perspektive und dass man da halt auch öfters mal dann aus der Beobachterperspektive guckt auf sich runter und da eben diese Bewertung aus seinem Köpfchen rausnimmt, sag ich mal. Ja. Da habe ich noch zwei kleine Sachen zu sagen. Also das erste ist, wenn ich jetzt quasi auf meinen damaligen Weg zurückschaue, also bei mir war es auch ganz extrem so, dass ich, als ich dann mir wieder, also als mir im Kopf klar wurde, okay, ich darf essen und ich muss essen und ich möchte auch wieder essen, als da so der Schalter quasi umgelegt wurde, oder ich den Schalter umgelegt habe,
fiel es mir aber auch unglaublich schwer, dass ich dann wusste, okay, wie viel kann ich denn jetzt eigentlich essen? Also Hungergefühl war halt auch irgendwie nicht existent, Sättigungsgefühl war nicht existent. Und da habe ich auch so oft über meine Bedürfnisse gegessen und habe mich dann so lange Zeit so krass dafür verurteilt, und hatte dann halt auch so Gedanken wie, boah, wie sehe ich denn jetzt morgen aus? Und das geht doch gar nicht. Und jetzt habe ich mich nicht in der Kontrolle. Und wieso mache ich das hier eigentlich alles und so? Ja. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, waren halt auch genau diese Phasen unglaublich wichtig, weil, also für mich macht das jetzt auch nur Sinn, weil wenn ich so lange so wenig gegessen habe, dann ist es erstens mal klar, dass der Körper sich das irgendwie zurückholt, und zweitens mal ist es doch klar, dass der Körper nicht nur, weil ich jetzt entschieden habe, ich esse wieder normal, dass dann das Sättigungsgefühl auch wieder normal in Anführungsstrichen ist, sondern dass der Körper da genauso Zeit braucht, um das wieder zu lernen. Und dadurch gab es halt auch einfach so Phasen, da hat sich das eingependelt, da habe ich mal mega viel gegessen. Dann gab es wieder Phasen, da hatte ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ob es ein schlechtes Gewissen war oder ob ich generell dann auch so einen Hoch und Runter. Mhm. Was aber, glaube ich, wichtig war, damit sich der Körper wieder darauf einpendelt und halt auch einfach wieder lernt, okay, jetzt hat sie so und so viel gegessen. Nee, das war mir zu viel. Da ist eigentlich schon das Sättigungsgefühl drüber. Ja. Und dass das Sättigungsgefühl dann früh genug, sage ich mal, eintrifft, das braucht einfach Zeit. Das ist, fühlt sich vielleicht in dem Moment beschissen an und man glaubt, es geht niemals weg und man wird es für immer einfach nur endlos essen. Ja. Aber es ist einfach mal verdammt nochmal nicht so. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, da, das ist der zweite Punkt, den ich sagen wollte, darf man sich doch einfach mal wert sein, diesen Weg zu gehen, also auf die Bedürfnisse zu hören, sich da Zeit für sich zu nehmen, was ich am Anfang schon gesagt habe, und sich selbst so ein bisschen Vertrauen schenken. Das muss ja auch nicht von 0 auf 100 sein, dass ich mir wieder zu 100% vertraue, also mir und meinem Körper, sondern das geht Schritt für Schritt, dass man in kleinen, ja, in kleinen Momenten des Lebens oder in, an ein paar Tagen oder halt in bestimmten Situationen sagt, okay, ich traue mich jetzt, ich finde es mir jetzt wert, ich probiere das aus und egal, wie das Ganze ausgeht, das gehört gerade zu meinem Weg dazu, weil nur wenn ich was Neues mache, kann ich irgendwie auf meinem Weg vorankommen. Also wie du auch gesagt hast, wenn man nichts macht, dann ist halt Stillstand. Also dann auch so sich, wenn man losgeht, zu sagen, erstens, okay, ich habe Angst, ist es okay? Und zweitens aber auch, ich darf auch Fehler machen. Also ich darf auch, mir darf es auch mal schlecht gehen und es darf sich auch mal verdammt nochmal scheiße anfühlen. Und da aber dann nicht direkt, das ist mir nämlich dann auch eingefallen, dass wenn man, du sagst das so, Hunger, Sättigung, wo soll ich überhaupt wissen, wie viel ich essen soll, dann nicht dann wieder ins Außen zu gehen und zu gucken, okay, wie viel Kalorien werden denn jetzt vorgegeben von keine Ahnung was? Das heißt, okay, ich soll jetzt XY Kalorien essen. Ja, dich dann wieder so wieder abhängig vom Außen zu machen, ist dann, finde ich, auch manchmal, klar, wäre das wieder vielleicht ein bisschen einfacher. Und da muss ich auch sagen, das habe ich auch gemacht am Anfang. Also es ist wieder da, jeder macht da seine Erfahrungen. Und es kann auch sein, dass das für jemanden eine gute Unterstützung ist, um erstmal wieder Portionsgrößen oder so zu lernen. Aber wichtig ist, dass man sich davon nicht wieder ins alte Muster stürzt und sich in der Sicherheit im Außen wieder sucht, anstatt sich in den Bedürfnissen zu sich selbst, wenn auch die einem noch Angst machen. Natürlich macht einem das Bedürfnis, ich könnte den ganzen Tag essen, Angst. Aber es ist eben nicht die Lösung, dann zu sagen, nur weil mir mein Bedürfnis Angst macht und weil ich Angst davor habe, den ganzen Tag zu essen, esse ich eben um 9 Uhr, um 12 Uhr und um keine Ahnung was Uhr, um da wieder dann, indem ich losgehe, wieder ein bisschen Schritt zurückzugehen, um dass es doch wie sich doch wieder ein bisschen sicherer anfühlt oder so. Mhm. Sondern manchmal ist es wirklich, wirklich wichtig, so wie du gesagt hast, da einfach reinzugehen, die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt, egal wie sich das anfühlt und ich weiß, dass es irgendwo mich irgendwo hinführt und ich weiß, dass es ein Stück weg von der Essstörung ist und das ist immer ein guter Schritt. Also
Und der kann sich nicht von Anfang an perfekt anfühlen oder nur gut oder sonst irgendwas. Und da einfach, ja, sich zu sagen, okay, nehme mir jetzt einen Monat, ich nehme mir jetzt keine Ahnung wie viel Zeit, um da einfach mal anzufangen. Und dann wird man sehen, also man wird, ich zu 100% wird man nach einem Monat woanders stehen. Also, und das wird gut sein. Auch wenn einem das jetzt noch Angst macht, oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, in einem Monat ist das dann irgendwie so, dann guckt man zurück und denkt sich so, wow, das habe ich jetzt nicht so gedacht. So. Und der ganze Schmerz, der dazwischen war, der zahlt sich dann aus. So, wenn man dann in dem Schmerz wieder zurückgeht. Und das kann man halt so schlecht erklären, weil man es machen muss. Irgendwie. Das stimmt. Man muss halt losgehen und man muss ja auch nicht alleine sich losmachen auf den Weg. Also man darf sich ja Unterstützung suchen und man darf blöde Tage haben und man darf zweifeln und man darf wütend sein und man darf Angst haben. Ja. Man sollte dann vielleicht einen Weg finden, wie man, das sind ja dann auch wieder so Gefühle und so, dass man die halt dann nicht einfach wieder wegschiebt und verdrängt, sondern dass man damit umgeht, dass man die für sich selbst aufschreibt, dass man jemand drüber spricht, dass man Soulful Journey schreibt oder hallo! mit einem Therapeut oder einer Therapeutin, ganz egal, dass man sich da aber einfach so einen Anker vielleicht sucht, dass man, also man weiß, okay, ich begebe mich jetzt auf meinen Weg, ich weiß, der kann angstbehaftet sein und ich kann da ins Zweifeln kommen, aber wenn ich an so einen Punkt komme, dann weiß ich, da gibt es die und die Menschen, an die kann ich mich wenden, wenn ich vielleicht Angst davor habe, dass ich es alleine nicht schaffe, was absolut, also keiner muss das alleine schaffen, wenn man Angst hat, das alleine nicht zu packen, dass man aber weiß, da gibt es Menschen, die sind da und die unterstützen einen und die verstehen einen. Das ist schön. Wir sind alle für euch da. Das ist schön. So, wir wollten uns ja noch ein paar Fragen stellen, beziehungsweise ich würde jetzt aufgrund der Zeit vielleicht sagen so ein, zwei. Ich hatte dir gestern schon gefragt, was dein tiefster Glaubenssatz ist. Ich glaube, das sind auch zwei, die sich so gegenseitig bedingen. Ist auch, glaube ich, nichts Besonderes, aber ich habe da gestern schon mal drüber nachgedacht. Und ich glaube, so einen Glaubenssatz, den ich schon von ganz früh auf irgendwie entwickelt hatte, der mir lange nicht bewusst war, aber dann sich so gerade durch die Essstörung nochmal verstärkt hat, war einfach so dieses, ich bin nicht gut genug. Also das, und das ist auch was mich, glaube ich, bis jetzt noch begleitet, weil das immer wieder kommt, wenn ich irgendwie eine Idee habe, was ich gerne machen wollen würde oder wenn ich halt an so einen Punkt komme, wo ich eigentlich einen Mutausbruch starten könnte, mir dann aber denke, oh nee, das mache ich jetzt lieber nicht oder ich schiebe es lieber vor mir her, weil ich kann das sowieso nicht. Und ich weiß ich nicht, bin nicht, also ich darf mich nicht so zeigen, wie ich bin nicht gut genug, nicht schlau genug, nicht kreativ genug, halt so in die Richtung. Also ich bin einfach nicht genug, egal was ich mache. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen meine Essstörung begleitet, weil ich mir da halt auch, also das kennen wahrscheinlich auch ungefähr jede Person, die das gerade hört, dass man sich halt auch so denkt, egal was ich mache, egal was die Waage mir anzeigt, egal wie ich mich verhalte, ist einfach niemals genug. Und mein Bedürfnis, welches dann auch immer in dem Moment, kann einfach niemals befriedigt werden. Jetzt weiß ich, dass es einfach nur, also dass dieser Glaubenssatz bei mir entstanden ist oder auch immer noch aufrechterhalten wird, weil ich mich in dem Moment, wo ich das glaube, wieder am Außen orientiere. Weil wenn ich sagen würde, okay, ich probiere jetzt einfach mal was aus und ich mache das einfach nur für mich. Es ist mir prinzipiell erstmal egal, was dabei rumkommt. Es geht erstmal nur darum, dass ich das für mich ausprobiere
und dann gucke, klappt es oder klappt das nicht oder was wird da draus. Wenn ich nämlich so daran gehe, dann denke ich mir, okay, ich kann nur gut genug sein, weil natürlich gebe ich mein Bestes und ich kann nur so viel geben, wie ich halt gerade ja geben kann, sage ich mal. So viel, wie ich gerade die Kraft dafür habe, und dann ist das gut genug, dann reicht das. Dann muss ich mich nicht mit jemand anderem vergleichen, was irgendwer anders schon mal irgendwie gemacht habe, weil es einfach nicht vergleichbar ist, weil das nicht das Leben ist, was ich habe. Und diese Abhängigkeit einfach loszuwerden, wo mir so ein bisschen der Glaubenssatz hilft. Also erstens, ich vertraue auf mich und meine Fähigkeiten. Und zweitens, ich darf an mich glauben. Also das ist so, wenn ich halt immer wieder so diesen negativen Glaubenssatz, wenn der immer wieder hochploppt, dann sage ich mir so diese ein, zwei Sätze, weil ich dann irgendwie Mut schaffe, weil ich dann mir denke, okay, ich probiere das jetzt einfach und es kann nichts passieren, mir kann nichts Schlimmes passieren. Ja. Weil du dich hast, also das ist ja also, mit, wenn du dich hast, hast du ja alles. Ja. Weil du hast ja, du hast die Fähigkeit zu laufen, ja. Du hast die Fähigkeit zu sehen, du hast die Fähigkeit zu hören. Und das finde ich halt dann auch, wenn man mal die Erwartungen, die man an sich hat, in Dankbarkeit umwandelt, sag ich mal, merkt man sehr, sehr schnell, dass man mit sich selber alles hat und dass eben diese Abhängigkeit von seinem Selbstwert oder dass es die nicht gibt. Und das passt vielleicht auch, also zum einen zu der ganzen Essstörungssache generell, beziehungsweise so Gewohnheiten. Also die Frage wäre, wie es dir gelingt, dass du negative Automatismen oder Glaubenssätze oder Angewohnheiten da schaffst zu überwinden? Der erste wichtige Schritt ist, glaube ich, dass man erkennt, also dass man so oder versucht nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, oder dass man erstmal wirklich achtsam mit sich ist und sagt und guckt, wenn ich jetzt ein Verhaltensmuster habe, XY, sei es, dass ich also ein Verhaltensmuster, ich will jetzt kein irgendwie groß an die Glocke hängen oder so, sondern dass man, dass jeder jetzt auch für sich gucken kann, ein Verhaltensmuster, wo ich merke, das stresst mich, das mache ich nicht einfach so, sondern das ist negativ für mich und das kommt mir nicht gut auf, sag ich mal. Dass man das einfach mal erkennt und achtsam mit sich ist und dann auch den Ursprung dahinter mal guckt, warum mache ich das? Also sich dann auch wirklich die Frage zu stellen, warum mache ich das? Also was ist der Sinn dahinter? Und das dann vielleicht auch zu machen, also während man dann diese negative Gewohnheit, also bei mir war es, wie gesagt, oft die Bewegung, der Sport oder sonst was, wo ich einfach gemerkt habe, das will ich eigentlich, das tut mir nicht gut. Mein Körper signalisiert mir das auch sehr klar, dass das nicht gut ist. Aber sei es, dass wenn ich das immer gemacht habe und ich dann mir wirklich bewusst mal geguckt habe, okay, wieso mache ich das jetzt gerade? Da einfach mal auch die eigentlichen sonst so automatisierten Gedanken zum Beispiel mal wahrgenommen habe und mir dann auch oft aufgeschrieben habe, sondern mich immer einfach gefragt habe, also warum mache ich das? Und wenn ich dann eine Antwort gehabt habe, ja, warum mache ich das? Oder warum? Also immer, wenn man eine Antwort hat, warum? 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 Und dann war es halt so, dass es dann auch ganz wichtig ist, dass es nicht nur das bringt, wenn man etwas im Kopf versteht vielleicht, also das hatte ich dann auch sehr, sehr lange, dass ich das alles super verstanden habe, warum ich Kalorien zähle, warum ich mich wiege, warum ich anderen gefallen will oder sonst irgendwas. Oder selbst wenn ich gesagt habe, ich mache das, um anderen zu gefallen oder so und dann wieder warum. Dass man das dann oft weiß, das ist dann schon mal sehr, sehr gut. Aber dass ich weiß oder ich bin mir zu 100% sicher, man kann eine Gewohnheit nicht nur im Kopf auflösen, sondern man muss es halt auch machen. Also in dem Sinn dann vielleicht sein lassen.
oder genau das Gegenteil davon machen. Also klar, dadurch, dass ich jetzt alleine bin, das hat sich so entwickelt. Aber das hat mir auch einfach nochmal gezeigt, dadurch, dass ich da jetzt reingekommen bin, hat es auch nochmal für mich ganz viele Glaubenssätze irgendwie aufgelöst. Also, dass Alleinsein nicht einsam heißt und dass ich lernen durfte, okay, wie beschäftige ich mich jetzt mit mir selber oder so. Aber das ist halt bei so Gewohnheiten, zum Beispiel beim Sport, bei mir war, ich musste es sein lassen. Also, und nicht dann irgendwie, ja, okay, von 7-mal auf 6-mal oder keine Ahnung von, weiß nicht, sondern ich musste es sein lassen, weil nur wenn man wirklich durch diese Angst geht, weil oft ist halt hinter so einer Gewohnheit steckt eine Angstvermeidung, dass man da wirklich in die Angst hineingeht, um erstmal das Gefühl zu erkennen, dass man dauerhaft mit dieser Gewohnheit verdrängt. Weil ein Gefühl halte ich fest, indem ich es die ganze Zeit verdränge. Aber wenn ich da mal wirklich reingehe, lasse ich das mal wirklich kurz da sein. Und indem ich das dann nicht bewerte, sage und sage, ich muss jetzt, keine Ahnung, scheiße, ich muss jetzt irgendwas anderes machen oder so, sondern das einfach mal so als, einfach mal auszusitzen, einfach mal richtig da reinzusitzen und sich richtig schlecht zu fühlen vielleicht auch. Und dann aber aus diesem da drin sitzen und diesem sich richtig schlecht fühlen, zu sehen, dass man da lebend rauskommt. Und dass man eben diese Gewohnheit, mit der man dieses Gefühl ja nicht fühlen möchte, dass man die gar nicht braucht. Dass man, ja, dass es andere Wege gibt vielleicht auch. Und also bei mir war es halt so, dass ich dann wirklich über 5 Monate eine Sportpause gemacht habe. Habe ich jetzt einen komplett anderen Bezug zu Bewegung oder zu Sport? Und das konnte ich aber nur für mich herausfinden, indem ich es mal nicht gemacht habe. Ich hätte es ja noch so sehr im Kopf wissen können und dann jedes Mal zum Sport gehen können, sagen können, ja, ich weiß eigentlich, warum ich das hier alles mache. Und ja, ich weiß, dass ich meinen Körper forme. Und ja, ich weiß, dass das doof ist. Und ja, ich weiß. Aber ich mache es trotzdem. Man muss halt manchmal einfach so einen Cut machen. Also alte Gewohnheiten, Cut. Und dann, was du gerade gesagt hast, darüber reflektieren, sich auch Warum-Fragen stellen, und für sich da einfach reingehen. Und gleichzeitig halt aber, ja, quasi diesen Cut machen und diese Gewohnheiten loslassen, genau. Ja, also um andere Erfahrungen sammeln zu können. Also ich meine, es geht ja auch. Ja. Genau, also mein Tipp wäre dann halt einfach achtsam, einfach mal sich zu hinterfragen, seine Gedanken wahrzunehmen, dann das sein zu lassen, einfach da wirklich durchzugehen, das auszuhalten und dann eben, wie gesagt, dadurch neue Erfahrungen zu machen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Botschaften von Luisa und Kati ganz klar hervorgekommen sind, ganz klar und deutlich geworden sind, trotz der manchmal ein bisschen technischen Herausforderungen, was die Internetverbindung angeht. Doch ich hoffe, dass du dich davon nicht stören lässt, sondern dass du dich dennoch auf Inhalte konzentrieren kannst und da ganz, ganz, ganz viel Mehrwert und Inspiration für dich und deinen eigenen Weg mitgenommen hast. Und wenn du das teilen möchtest, dann fühl dich unfassbar und natürlich auch so super, super herzlich eingeladen zu unserer einzigartigen Facebook-Community. Die findest du unter Soul Food Journey oder auch Essstörungen als Wegweiser bei Facebook als Gruppe, in der sich regelmäßig Gleichgesinnte miteinander connecten, miteinander austauschen, Fragen stellen, Bilder posten, Momente teilen. Also es ist wirklich ein wunderschönes Miteinander. Und auch das kann ein wichtiger Schritt sein, sich einer Community anzuvertrauen, wo du auf Menschen triffst, die dich verstehen, die das hundertprozentig nachvollziehen, die mit dir fühlen, die vielleicht auch schon 1 oder 2 Schritte weiter sind. Das ist ein ganz wichtiger Rahmen, beziehungsweise auch eine ganz sichere Umgebung, ein Umfeld, das dich auf deinem Weg immer wieder bestärken kann und das du natürlich auch für dich und deinen eigenen Weg nutzen kannst, denn dafür ist auch die Facebook-Gruppe da. Und ansonsten freue ich mich, dich morgen mit einem neuen Newsletter
also dir einen neuen Newsletter zu schicken, falls du da angemeldet bist. Wenn nicht, dann hol das gerne auf der Website nach. Und im Newsletter gibt es seit letzter Woche erst, gibt es jede Woche im Newsletter eine Q&A-Session. Das heißt, ich greife eine Frage aus der Community auf und habe auch jetzt eine Frage schon erhalten, bei der es darum geht, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, gefühlstaub zu sein. Und ich freue mich schon riesig, diesen Newsletter mit dir zu teilen, dir da wertvollen Input zu geben oder auch hier und da ein bisschen Coaching-Input beziehungsweise auch kleine Coaching-Übungen zum Beispiel mit auf den Weg zu geben. Und da bekommst du auf jeden Fall auch jede Woche Inspiration mit auf deinen Weg zu unterschiedlichsten Fragen aus der Community. Und wenn du natürlich eine Frage hast, die dir schon lange auf dem Herzen brennt, wo du einfach mal gerne etwas hören möchtest von jemand anderem oder auch aus Coaching-Perspektive, dann schick mir super gerne eine E-Mail an coaching@kirasiefert.de. Die erreicht mich direkt und persönlich, sodass ich deine Frage in einer der nächsten Newsletter direkt aufgreifen und darauf eingehen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Osterfest, wundervolle Feiertage. Mach es dir gemütlich, mach es dir entspannt. Genieß die Zeit, lass es dir gut gehen, lass die Seele baumeln. Und ein riesengroßes Hoch auf uns, deine Kira.